DK rührt sich zu Tode. Der muss sich auflösen. Aber dazu kann ich nur sagen, halt, stopp! Jetzt rühre ich! Du rührst mir meinen Kakao, das ist aber nicht... Nö, ich rühre meinen Cappuccino. Ach so. Ja. So. Das geht mir zu schnell. Ich bin ein Engel, dann habe ich keine Familie. Uriel, ich weiß, das kommt alles so plötzlich. Ja! Wisse, du wurdest durch meine Macht erschaffen und du hattest Familie. Das beruhigt mich unheimlich. Hey, ich hatte Familie. Lasst mich euch auch dies... Nein! Nein! Wenn jetzt wieder so eine lange Geschichte kommt, lese ich sie vor. Zuerst, was wisst ihr von eurer Familie? Meine Eltern kenne ich nicht. Ich bin bei dem Vater von Arvis aufgewachsen, nachdem meine Eltern mich in Ladin aussetzten. Ich lebte in Konstalla mit meinen Eltern. Beim gemeinsamen Besuch von uns in Gabin fand ich heraus, dass meine Eltern verbannt wurden und ich nur bei falschen Eltern lebte, die ich mir einbildete. Und meine Mutter starb früh, mein Vater vor nicht ganz 3 Jahren. Und Joes Vater lebt noch hier in Ladin. Was so viel heißt, wir können nicht durch sie erschaffen sein. Sie Lügner! Dann war ja das Zitat von wegen, ich bin dein Vater, dann mal so verkehrt. Das ist richtig. Geil. Oh, geil. Vorhersehbares Spiel ist vorhersehbar. Wenn auch versehentlich. Eure vermeintlichen Eltern. Genauso würde er sprechen. Sind alle nur vermeintlich. Oh. Oh. Vermeintliche Eltern sind vermeintlich. Nein. Jetzt echt. Oh. Oh Gott. Ist das blöd. Komm, ich lese vor. Ja, du darfst, ich muss mich beruhigen. Nachdem die Tochter seiner vermeintlichen Eltern geboren wurde, erschuf ich dich. Die Tochter war die erste Geburt, die ich zu meinem ersten Erzengel machte. Gabriel! Gabriele! Hoch, hast du dieses Licht gesehen? Nö. So, ich gehe übrigens fremd und habe jetzt noch ein anderes Kind. Nicht viel anders ging es den vermeintlichen Eltern meines zweiten Erzengels, den ich auch noch Magie schenken konnte. Den anderen nicht, ich fand die doof. Michael! Habe ich schon mal erwähnt, dass die Eltern vermeintlich waren? Oh, ich bin plötzlich schwanger. Mein dritter Erzengel gehörte den einzigen gläubigen Menschen aus Gabin, die ihren Sohn verloren hatten. Raphael. Hör in meinem Alter noch schwanger. Oh nein, bitte nicht. Dein vermeintlicher Vater. Was? Dein vermeintlicher Vater verlor durch ein... Ach doch, ist richtig. Dein vermeintlicher Vater verlor durch ein Unglück seine Frau und sein Kind. Doch ich konnte ihm den vierten Erzengel bescheren. Uriel, ah, ich bin schwanger. Wollte ich gerade sagen. Er ist schwanger. Dass plötzlich Kinder in unseren Betten auftauchen, wundert uns überhaupt nicht. Wurden direkt in den Betten ausgesetzt. Klar, es kommen auch ständig Leute in die Wohnung und klauen alles mögliche Zeug, da könnt ihr auch mal ein Kind liegen lassen. Dein Vater Uriel, konnte sich das nicht erklären, dass er mit einmal doch ein Kind hatte. Ich bin schwanger. Er wandte sich zu einer Familie, die Kinder über alles liebte. Gabriels Familie. Kinder. Nom.
Da die beiden Pflegeeltern von Raphael starben und dem Gesetz zu folgen, dass kein Mensch den Gavin lebt, zur Armee zu lassen, wurden zwei Menschen verpflichtet, Raphael zu erziehen, dass er nie der Armee beitreten solle. Ich bin nicht mitgekommen. Dies hatten sie nicht befolgt, so wurden diese nach deiner Flucht nach Nadine getötet. Warum darf er nicht in die Armee? Gestern. Gut, dann hat sich das ja geklärt. Jetzt musst du aber wieder. Ach, den hier aber nicht. Aber so wirklich glauben tue ich ihnen das nicht. Wir auch nicht. Kluger Mann, kluger Mann. Aber ich tue es. Dumm, 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 dumm. Lieutenant IQ, klug, 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 klug. Ich habe die Prophezeiung von Sinidus gelesen und ich glaube einer Prophezeiung mehr, die irgendwer mal geschrieben hat. Sinidus war einer der mächtigsten Magier unserer Kolonie, wie ihr sagtet. Sinidus, ja, ich vergaß ihn zu erwähnen. Sinidus war auf Erden mein Sohn und nach seiner Reinkarnation hier in der Kolonie schrieb er zu der Zeit, als ich noch als Gott lebte, meine Botschaft nieder. Warum rücken Sie denn es jetzt damit raus? Weil ich aussehe wie ein Teufel, verdammt nochmal. Baal-Zebul ist in der Lage, das Geschehen hier auf der Kolonie zu verändern. Dazu dienen die Tore zur Erde. Das ist keine Antwort. Tore, es gibt also noch weitere. Ja, das Tor zum Mars, das Tor zum Pluto. Es gab sie. Ein Tor zur Erde bedarf viel an Glaubenskraft. Nur durch den Glauben an mich besteht ein Tor. Es gab ein zweites auf Gavin, natürlich. Doch leider glaubt man nicht an Wotan in Gavin. Obwohl er das Land regiert. Ja, natürlich. Mich dort zu präsentieren, wäre ein Tod durch die Schwarzmagier gewesen. Er beherrscht den Kontinent, verdammt. True. Ja. Gestern. Ach, gut. Und was ist mit der Armee, die sie schickten? Wann hätte sie das erfahren? Warum hat er überhaupt eine Armee geschickt? Gestern. Gestern. Meine Armee weiß es, auch wenn sie die schwarze Magie beherrscht, da sie die einzige ist, die noch gelehrt werden kann, so stehen diese zu mir. Was? Und dennoch besteht das Tor nicht mehr. Der Glaube ist leider zu gering. Ich habe nicht genug Power. Ja. Mein Glück, dass ich überhaupt existiere, ist der Glaube an mich auf der Erde und der aus Hanbur. Gut. Okay. Du bist. Wotan. Könnt ihr uns erklären, warum wir den Traum hatten, dass ihr uns vernichten wolltet? Entschuldigt. Tut mir leid, dass wir euch alle töten wollten und auch haben. Aber mir kommt das jetzt alles zu plötzlich. Es ist mir vielleicht peinlich zu fragen, aber... denn wir sind scheinbar die Auslöser dieser Schlacht gewesen. Sorry. Ich verstehe eure Sorge. Irgendwas muss daran sein, dass ihr einen Traum hattet, dass wir euch töten wollen. Vielleicht sollten wir es doch tun. Das heißt also, ihr könnt nicht? Nö, wir wollen nicht, aber wir könnten schon. Moment, warum hatte Joe nicht diesen Traum? Weil ihr nicht gefragt habt. Hat es etwas mit der Konvertierung zu tun? Ich glaube, ich weiß, was hier vorgeht. Einfach so. Wenn das nicht das Werk des Fürstenherzog-Königs war. Yay, da ist er wieder. Und jetzt wird alles auf einen Schlag erklärt, wie schon vor einer Viertelstunde. Seit einer Viertelstunde, bitte, sorry. Nicht ausblenden, nicht ausblenden. Oh, danke. Wartet, lasst mich überlegen. Denk. Ausblenden, nicht ausblenden, nicht ausblenden. Habt ihr die Konvertierung gesehen? Ich ja. Wer führte diese durch? Wir haben nur so eine Art Prüfung gesehen. Nein, es blendet aus. Wir haben die Prüfung doch schon gesehen. Nicht nochmal zeigen.
Ich weiß es nicht mehr genau. Pass auf, jetzt passiert was ganz anderes, weil das falsche Erinnerungen hat. Dann hat er einen lustigen Zirkusclown gerufen. Ich weiß es nicht mehr genau. Es war ein älterer mit langem Bart. Das könnte auf jeden zutreffen. Es war Gandalf. In menschlicher Gestalt. Dann war es ein Mensch. Er war schon ein Mensch, ja. Dann war es ein Mensch. Das haben wir gerade gesagt. Ein alter Mensch. Oh, ich hätte es wissen müssen. Alles, was mein Spion sagte, stimmt. Es gibt ja auch so wenige alte Menschen auf der Welt. Eure Ausbildung hat mein Spion mitverfolgt. Er hörte eine Unterhaltung von euch dreien. Ihr hättet davon geträumt, dass wir kommen. Er erzählte mir alles, doch ich hielt das für unmöglich. Ich vermutete, dass einer der Großmagier dafür verantwortlich sei, doch ich verwarf diesen Gedanken. Denjenigen, den ihr gesehen habt, war entweder Grisul versus Odrin oder Dynat. Aber Dynat klingt komisch, also ist das nicht. Es sind die Wiedergeburten der heiligen drei Könige, die meinem Sohn auf Erden Geschenke brachten. Sein Sehen. Wir sehen ja, was passiert. Aber sein Sohn ist also... Kung Fu Jesus! Richtig. Der über Wasser laufen kann. Sie dienten hier auf meiner Kolonie als meine Leibgarde, aber später zu denen mehr. Sie sind sehr wichtig für mein Ziel. Ich glaube, dass Baal-Sebul es irgendwie geschafft hat, die drei auf seine Seite zu ziehen. Jetzt weiß ich auch, warum ihr geträumt habt. Sonst träumen wir doch nie. Die einzigen, die Götter töten können, sind Erzengel. Die drei müssen euch die Träume eingespeist haben, damit ihr mich tötet. Genau weiß ich es nicht, denn Michael konnten sie konvertieren. Welch listiger Plan, Baal-Sebul. Höre. Ich wirklich. Da er keine Erzengel entsenden kann, versuchte er es so. Was für ein schlauer Fuchs. Meinst du, wir treffen noch auf Kung Fu Jesus? Das wäre auf jeden Fall episch. Das wäre genial. Und ich frage mich, ob ich mir das Haus kaufen kann. Habe ich euch jetzt aufgeklärt? Alter, ja. Das ist mit den Bienchen. Kinder kommen aus den Mumus von Frauen. Das habe ich doch gar nicht gesagt. Ich weiß nicht, Herr. Das ist zu viel auf einmal für mich. Für mich auch. Informationsspamming. Ja. Buffer Overflow. Ah. Ich möchte lieber noch durch den Dungeon von Sui gehen. Au. Mann. Und Kapi jetzt. Nicht. Und Kapi jetzt gar nichts mehr muss sabbern. Also, ja, eigentlich schon, aber. Man! Boah. Ich glaubte immer an euch. Ich auch. Bin ich auch ein Engel? Oh, du willst es unbedingt. Nein. Oh. Du stinkst. Keiner kann dich leiden. Mist. Scheiße. Ich will auch ein Protagonist sein. Protagonist, Arschloch, Engel und Drecksack. Herr, wie können wir euch helfen? Naive Idioten! Bitte, zeigt mir zuerst das Tor. Herr, wir wissen aber nicht, wo das Tor steht. Es ist bestimmt nicht hinter der verschlossenen Tür. Dann gehe ich wieder. Tschüss. Tschüssi. Oh doch, und wie wir das wissen? Nein, wissen wir nicht. Doch, das wissen wir. Nein! Alter, bist du doof? Es blendet schon wieder aus. Oh Gott. Überraschung. Ach, na sowas aber auch. Während der Schlacht hatte ich nie gefürchtet, wir würden das Tor nie finden.
Bislang ist es uns aber nie gelungen, diese Tür zu öffnen. Hey, du klingst genauso wie ich. Lustiger Zufall, oder? Du sprichst mit meiner Stimme. Zitat Superman. Wie auch. Ja. Vielleicht einfach, ich weiß nicht, die Türklinke runterdrücken. Natürlich! Verdammt! Sich außen drum graben. Die Tür aufsprengen. Nee, das Dynamit haben sie doch schon verbraucht. Ach ja, stimmt. Oder einfach aus den Angeln heben. Boah. Und alle tot, Spiel zu Ende. Scheiß Rauch! Himmel! Leck. Mich. Am. Dach. Dach. Leck mich da oben irgendwo. Hier ist offen. Geil!